Heute in Speedrandale, Rage of Empires. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, werte Strategiker, Strategisten, Strategen. Es wäre viel einfacher gewesen, hätte sogar das Silbe gespart. Da draußen hier bei dem Premium-Format Speedrandale auf Rocket Beans TV, wo man abonnieren, Glocke läuten darf. Und liken muss natürlich. Und liken. Muss. Ja. Muss. Muss. Mandatory. Ansonsten gibt es links und rechts hier auf jeden Fall eine Laserschelle dann dafür. Nicht nur Speedruns sind heute angesagt, sondern wir dürfen einen guten alten Bekannten neben mir hier auch begrüßen, nicht nur an der Tastatur und an der Maus, sondern auch in Sachen Videogames, denn Age of Empires ist endlich mal wieder hier auf dem Sender. Ja. Mhm. Ausnahmsweise mal nicht von unserer Standard-Crew. Hm. Die hätten das nicht geschafft. Was wir gleich sehen werden, hätten die nicht hingekriegt. Genau. Mein Gott. Was wir gleich hier vorhaben, das schafft sonst keiner. Genau, aber bevor wir hier so lange klären, dann rufen wir doch erstmal unsere beiden Gäste hier. Es sind nämlich gleich zwei. Und ein alter Bekannter ist auf jeden Fall dabei. Wer ist denn da? Guck Hello. Mal. Der Heiki. Hey. Sei gegrüßt. Schön, dich lange zu nicht sehen. Gesehen. Ja, freue mich auch wieder dabei zu sein. Ja, schön, dass du wieder ein paar schöne Sachen uns zeigen möchtest. Also jetzt jedenfalls heute erstmal Age of Empires. Aber du bist heute nicht alleine da und deswegen werde ich jetzt einmal kurz die Sprache wechseln. Mhm. I'm gonna switch over to English and I'm gonna call out our other guest here, who's also on the line. Hello. Hi. Hi, you're lots off, if I'm not mistaken, right? Yes, lots of S. So before we're too messy here switching in German and English, you and Heinke are gonna do together a co-op run of Age of Empires 2, yeah? Yes, that is correct. So thank you for taking the time to do this with us. Yeah, thank you for having me. So since it's a German show, we can't promise that we're going to talk all the time in English. Mm-hmm. So I hope it's okay for you. But we hope most of the time we're going to keep the talking over to you both. Mm-hmm. So I'm going to switch over back to German now. Dann bin ich wieder bei Deutsch. Und Heinke, kannst du uns mal erklären, was ihr dann vorhabt? Genau, weil für mich ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, für mich auch. Also, wir machen ja hier, also zum einen spielen wir Age of Empires 2, die Definitive Edition, denn dort gab es vor, ich meine, einem Jahr oder einem halben Jahr, ich bin mir da gerade nicht sicher, dass man Coop-Kampagnen zusammenspielen kann. Also das heißt, man kann die Kampagne mit jemandem zusammenspielen. Im Endeffekt ist es, was wir auch in dem normalen Any%-Run im Singleplayer-Modus spielen würden, nur haben wir natürlich andere Möglichkeiten, dadurch, dass wir zwei Spieler sind, wir können schneller sein, wir können uns besser koordinieren und Sachen gleichzeitig machen und zum anderen haben die auch Sachen gepatcht und rebalanced und Co. Das heißt, wir werden das Spiel auf andere Arten und Weisen im Koop quasi durchspielen. Wir spielen übrigens auch die Attila the Hun Kampagne. Es gibt momentan 6 Kampagnen, die offiziell raus sind und wir haben uns für die Attila the Hun Kampagne entschieden. Okay. Mhm. Und das alles läuft auf dem aktuellen Patch, ja? Genau, das ist alles auf dem aktuellen Patch momentan. Alles klar. Genau, wir werden gleich hauptsächlich das Ingame von euch beiden sehen, aber von dir die Kamera hauptsächlich. Wir wollen ja auch die Bandwidth hier irgendwie nochmal vernünftig verteilen. Mhm. Wir werden dann natürlich mal wieder hier und da Sachen einwerfen oder so, aber wir wollen euch nicht zu sehr in die Quere kommen beim Diskutieren und Erklären. Also werden wir euch auch gerne hauptsächlich das Feld überlassen, wenn das für euch okay ist. Ja, das ist auch kein Problem. Also ich werde das auf Deutsch erklären und falls wir uns koordinieren müssen, dann würde ich kurz auf Englisch rüber wechseln. Ja, sollte kein Problem sagen, was sein. Da los ist und dann. Okay. Alright. Okay. Überhaupt kein Ding. Eine Frage hätte ich noch, bevor es vielleicht zu kompliziert wird gleich. Wie bist du denn jetzt auf so einen Speedrun gekommen? Das ist ja doch ein bisschen ungewöhnlicher, Strategiespieler ohnehin, dann noch im Koop, habe ich persönlich jetzt noch gar nicht gesehen. Mhm. Wie kam das denn zustande? S, do you remember how we started to get into Koop mode? I forgot it again. We basically just talked about it. Like, this is a relatively new feature, so we played it first and then later we were like, hey, this is a good speedrun probably. And it is. Ja, alle wegen also, Speedrun. Mhm. Ja. Genau, also wir haben, also irgendwann, wie gesagt, kam der Modus raus, dann hat mich S gefragt, so, hey, hast du Bock, die mal durchzuspielen? Also so einfach casual, da haben wir gesagt, klar, warum nicht? Haben das dann gemacht und irgendwann haben wir nach der Hälfte der Kampagne gesagt, hey, das könnte doch ein interessanter Speedrun sein, wenn wir im Koop das alles schneller machen müssen. Da haben wir uns das angeguckt und gesehen, dass manche Missionen oder manche Maps im Einzelgang
nur 5 Minuten gedauert haben. Und dann haben wir gesagt, hey, im Coop muss das doch schneller sein. Das hört sich doch cool an. Dann haben wir halt angefangen, ja, das im Coop zu speedrunnen. So it begins. Ja. Ja, wenn ihr mögt, kannst du ja den Countdown machen und starten. Mhm. Oder du kannst gerne auch vorab noch was erklären oder währenddessen. Ne? Die Bühne gehört euch. Ja, alles klar. Ich denke mal, wir werden einfach starten und währenddessen erklären wir das Ganze. Also wir können jetzt eigentlich den Game-Countdown nehmen, weil der braucht ein bisschen und quasi nach 5 Sekunden startet das Spiel. Dann würde ich sagen, kann man die Zeit nutzen. Aber ich sag's alles noch klar. Mal. Ja, sag's noch mal zur Sicherheit. Ja. Wir nehmen dann aber den Game-Counter dann für das Video. Genau. Okay, S, are you ready? Yes. Alright. Then you can start. Alright, here we go. Alright, have fun, guys. Thanks. Thank you. Und es geht los, also. Die Anfangsdauer zum Laden dauert immer. Also, ja, wir starten nach dem Ladescreen am besten. Genau. Mit dem Timer. Also das ist bei der ersten Map immer so und dann bei allen anderen wird es viel schneller gehen. Okay. Können wir die Musik genießen? Okay, los geht's. So, wie gesagt, wir spielen auf dem Hard-Modus und was wir noch hinzufügen, was wir leider in den Game-Optionen nicht machen können, ist, wir sorgen dafür, dass das Spiel auf schnell läuft, also auf 2.0 und nicht auf der normalen Spielzeit. Das heißt, wir sind auch noch mal ein bisschen schneller. Bei den Leaderboards ist das nämlich so, dass beide Zeiten genommen werden, also RTA, Real-Time Attack, und dann die Ingame-Zeiten, weil die Ingame-Zeiten sind präzise, das heißt, wenn wir auf 1.0 spielen würden, würden die immer noch korrekt sein. Ist aber natürlich langsamer und man kann auch präziser sein, aber wie gesagt, die Regeln sagen, hey, wir spielen auf der schnellsten Schwierigkeit, Geschwindigkeit. Genau. So, okay, jetzt geht's los. Am Anfang musste ich halt ein bisschen warten, das ist so ein bisschen Storytime. Und was wir jetzt machen, wir haben unsere Anfangseinheiten und mit denen gehen wir erstmal nach unten rechts, wo wir das römische Imperium zerstören müssen. Das tun wir auch direkt. Wir sorgen dafür, dass einmal Gegner es the boar did not kill him. Yeah, okay. Alright, good. Ein kleiner Fehler ist passiert, aber das ist nicht so schlimm. Also was wir jetzt erstmal machen ist, wir gehen nach unten rechts zu den Römern. Und alle auf dem Weg versuchen wir dabei, alle Bauern oder beziehungsweise Dorfbewohner der Gegner zu töten. Weil die quasi dafür sorgen, dass wir nicht gewinnen können. Also wenn es keine Dorfbewohner gibt, gibt die KI automatisch auf und dafür sorgen wir jetzt. Okay. Wir haben jetzt nur leider einen kleinen Fehler schon direkt am Anfang gemacht. Und zwar ist die andere Heldeneinheit nicht gestorben, was dafür sorgt, dass wir einmal unser Dorfzentrum nicht erhalten und wir auch nicht den Gegner triggern. Das heißt, jetzt müssen wir gerade warten. Okay. Okay, so, jetzt hat es angefangen. Wir haben jetzt unsere Dorfbewohner und auch unser Town Center. Was wir jetzt machen, ist, wir machen einen Dorfbewohner-Rush. Wir schicken die nämlich zu dem blauen Gegner, denn die ist für diese Mission so eingestellt, dass sie keine Bauern angreifen, was für uns ein Vorteil ist, weil wir dann mit den Bauern deren Gebäude zerstören und die uns in Ruhe lassen. Also das ist halt so ein schöner Kniff. Und währenddessen holen wir unsere Anfangstruppen und zerstören das römische Empire. Also wir brauchen keine Armee, wir brauchen nur unsere drei Einheiten, die wir am Anfang kriegen und das reicht vollkommen aus. Alright. Okay, so. You're attacking the gate? Yeah. Everything back on track, you still have some villagers in your town center. Yeah, it didn't give me my scout, which is a bit annoying, but we can work around it, it's fine. Yeah, gate's open. Okay, good. So, und was wir jetzt machen, ist, wir laufen direkt in die Basis vom römischen Empire rein. Und was wir machen, ist, wir zerstören direkt das Dorfzentrum, was dafür sorgt, dass der Gegner keine weiteren Dorfbewohner bauen kann. Mhm. Und alles, was wir danach machen müssen, ist nur noch die restlichen Dorfbewohner aufsammeln. Und wenn die tot sind, haben wir gewonnen. So. Sehr gut. Wir machen das jetzt. Währenddessen kümmere ich mich darum, dass wir in die gegnerische Basis hier bei Blau reingehen. Wie gesagt, normalerweise würden die alle angreifen, die im Weg sind. Die greifen aber keine Dorfbewohner an, weil für diese Mission müssen wir Dorfbewohner retten, die auch hier versteckt sind, aber wie gesagt,
Die machen nichts. Und deshalb kann ich ohne Probleme einfach Gebäude in deren Basis bauen. Und das tue ich jetzt auch einfach mal. Wir nutzen das halt KI. So, das einfach. Ja, I see it. Good. Währenddessen versuche ich halt noch ein paar Dorfbewohner zu töten, indem ich einfach einen Autoangriff auf die mache. Und währenddessen kümmere ich mich weiter, dass ich hier alles zerriegel. Weil wir sehen, es gibt immer noch gegnerische Einheiten hier und die greifen einen an, sobald man ein Gebäude angreift. Das gilt dann auch für die Dorfbewohner. Aber die Tower und das Schloss greifen uns nicht an. Das heißt, wir können das halt zu unserem Vorteil nutzen und einfach hier alles verriegeln, was ich jetzt auch mache. You don't have a scout, right? Yes? No, but I have someone else. Okay, you can start with it if you want. Yep. Okay, so und was wir jetzt machen ist, wie bereits erwähnt, wir greifen jetzt die ganzen Gebäude einfach mit unseren Dorfbewohnern an und die KI kann nichts machen, weil sie greift keine Dorfbewohner an. Oh shit, you didn't block it. Ah. No, I wasn't ready yet. Ah, okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen schief gelaufen. Aber warst du ein bisschen zu fix, hä? Yeah. Ja. Zu schnell. Auch kein Problem. Der eine Dorfbewohner kriegt das hier hin, also ich warte. I can try and lure him away again. Okay. Ja. Do we still need... Ja, okay, gut. Okay, und das Ziel bei dem blauen Gegner ist, dass wir die Kirche sowie auch den Marktplatz zerstören. Und das tun wir jetzt auch. Also, wie gesagt, es kommen noch ein paar extra Dorfbewohner, die wir hier haben. Die nutzen wir jetzt auch. Okay, da kommen jetzt die Soldaten von außen. Das ist kein Problem. Und währenddessen zerstören wir alles. Und Rot hat sich mittlerweile, während wir hier blau angreifen, schon ergeben. Das heißt, wir haben hier schon den größten Gegner getötet. Wir müssen eigentlich nur noch darauf warten, dass wir hier einmal die Kirche und den Marktplatz zerstört haben. Und sobald das passiert ist, haben wir die Mission auch schon beendet. Nice. Währenddessen produziere ich einfach ein paar Militias. Die sind halt recht günstig und ich habe die sowieso in der gegnerischen Basis. Die werden auch direkt angegriffen von den Towern, das ist aber kein Problem. Ich meine, es ist halt extra DPS, der immer gut ist. Und ja, jetzt zerstören wir erstmal ein bisschen was. So, währenddessen hole ich noch meine extra Truppen. Es ist wichtig zu erwähnen, wir haben Heldeneinheiten in der Kampagne. Mhm. Für mich ist es egal. Mein Held Edeko kann sterben, das ist voll in Ordnung. Aber wenn Attila Vahan stirbt, dann haben wir automatisch verloren. Das heißt, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Mhm. So, okay, die Kirche ist kaputt. Jetzt fehlt nur noch der Marktplatz und dann haben wir auch die erste Mission hinter uns. So, das war's. Und jetzt sehen wir auch gleich, wie Stück für Stück die Gebäude kaputt gehen und ja, die KI sich einfach ergibt und sagt, okay, du hast gewonnen. Ist das diese Gentrifizierung? Nice. Ja, alle sprechen. Wann genau? Ziehen weg. Alright, well done. Yeah, first map. A bit of a bumpy ride, but it's fine. Jetzt ist eigentlich nur abwarten gesagt. Mm. Ja, okay, da hat er jetzt die KI jetzt aufgegeben und dann, ja, da kommt das schon. So. Jetzt haben wir gewonnen. Gut. Jetzt ist das Ding nur, wir müssen halt, weil das Spiel einen immer aus der... Das Spiel einen immer aus der Lobby raus wird, müssen wir uns immer wieder neu joinen, aber das ist auch kein Problem. Okay. Wir kennen ja die Reihenfolge der Mission und dann dauert es halt ein bisschen, aber ist auch kein Problem. So, die nächste Mission ist eine... ist eine sehr interessante... Auch bestes Feature in Age of Empires. Nächste Mission ist recht interessant. Normalerweise will das Spiel, dass wir eine Basis aufbauen und wir dann den Gegner töten. Wir machen es ganz anders. Also wir rushen erstmal, holen uns Ressourcen. Da ist jetzt der Teil des Koops ganz cool. Ich werde mit meinen Bogenschützen direkt hier in den südlichen Teil laufen, während S mit ein paar von seinen Tarkans hier rechts läuft und quasi ein Holzfällerlager zerstört, damit wir Holz kriegen. Während wir hier einmal alles erledigen und dann anschließend werde ich noch Mönche töten, damit wir Gold kriegen. Was wir nämlich machen müssen, ist quasi die blaue KI zu töten. Und das Problem ist, auch wieder schön der schöne Unterschied zwischen altem Patch und neuem Patch. In einem alten Patch muss man nur das Dorfzentrum zerstören.
In dem neuen haben die das jetzt so gemacht, dass man das Dorfzentrum und das Schloss zerstören muss, was das natürlich ein bisschen schwieriger macht, weshalb wir ein bisschen das Ganze umbauen mussten. Und was wir dann machen, ist immer noch schnell, ist auch kein Problem. Wir holen uns aufgrund einer Nebenmission, wo wir Dorfbewohner in die Mitte schicken müssen, noch ein paar RAM und ein Katapult und zerstören damit den Gegner. So, aber erstmal muss ich hier ein bisschen mich konzentrieren. Hier kommen gleich Bogenschützen, die müssen wir alle erledigen. Ich versuche so wenig von meinen... Ach, ich habe vergessen, die Zeit hochzustellen. Ups. Ich versuche so wenig von meinen Kavalieren halt zu verlieren, weil die sind sehr gut und versuche den Mönch noch... Ah, okay. Ah, gut. Hat alles funktioniert. Okay, perfekt. Versuche halt... Nein, nein, nein. Okay. So, super. So, ich versuche halt meine Bogenschützen halt nicht zu verlieren. Ist jetzt auch kein großes Problem. Und währenddessen zerstört es die Häuser, damit wir Dorfbewohner kriegen. Und oben greift er währenddessen die Holzfällerhütten an, damit wir Holz kriegen. Weil wir werden zwei Gebäude bauen. Einmal werde ich eine Werkstatt bauen, damit wir RAM, noch ein extra RAM kriegen. Mhm. Und es wird einen Marktplatz bauen, damit er mir Geld geben kann. Und aufgrund dessen werden wir das dann machen. So, was ich jetzt noch machen muss, ist hier einmal die Mönche zu triggern. Dafür greife ich die an. Ja. Mönche? Freue mich. Okay. Währenddessen schicke ich halt die. Oopsie, it's on the village at north, but it should be fine. Okay, it's fine. The monks are dead, you can go in. So, okay, was wir jetzt gemacht haben, ich habe keinen Archer verloren, da bin ich schon mal sehr froh drüber. So, und währenddessen, wie gesagt, schicken wir jetzt drei Dorfbewohnern in den Norden. So, ich muss noch einen extra hinschicken. Und mit zweien werde ich jetzt ein Dorfzentrum bauen. Wie gesagt, das Dorfzentrum brauchen wir, damit wir, damit es weiter mit der Mission geht. Und währenddessen warten wir jetzt hier. Your villagers are not running. So, hier ist das nämlich, da sagen die, okay, schickt uns sechs Dorfbewohner und ihr kriegt Ressourcen. Mhm. Das machen wir jetzt einmal und währenddessen müssen wir warten. So. So, okay. Ja, und jetzt warten wir ein bisschen. Also ich habe auch hier meinen Speer schon hingestellt, damit sobald die Dorfbewohner ankommen, wir direkt unsere Einheiten kriegen. Und sobald unsere Einheiten da ist, geht auch der Angriff los. Das ist der schwierigere Teil im Speedrun, denn wie gesagt, der Gegner hat ein Schloss, der hat eine komplette Armee. Die sind alle auf der höchsten Stufe, bis auf die Pikeniere. Und wir dürfen unsere Einheiten nicht verlieren und müssen halt deren Schloss und deren Dorfzentrum zerstören mit das bisschen, was wir haben. Und das macht es halt sehr schwierig. So, hier haben wir jetzt auch das Lager. Jetzt haben wir unsere Truppen entdeckt. Wir haben jetzt, wie gesagt, drei RAM und ein Katapult. Ich baue gleich noch einen extra RAM. Und dann versuchen wir halt damit die Map zu beenden. Mhm. Was jetzt S strategisch machen wird, er wird versuchen, vom Gegner zwei Katapulte rüber zu pullen, dass die quasi an die Mauer hier gehen. Das werden wir gleich sehen. Und versucht, die zu zerstören. Das sorgt dafür, dass wir kein Problem haben und unsere Einheiten verlieren. Es ist ziemlich tricky, weil manchmal machen die, was sie wollen. Und dann bringen die uns, haben wir trotzdem ein Problem, aber wir gucken jetzt und sehen einfach, was das Beste draus wird. Und gleich werde ich halt versuchen, mit meinen Archern die zu kiten, während er hauptsächlich eine Armee aus Tarkans hat, die dann gut für den Nahkampf sind. So, dann hole ich jetzt meinen extra Battering Ram. You need to pull them over? Warten. Ja, okay. Careful, your Battering Ram is getting attacked. Ja, da sehen wir das erste Katapult. Should we save? Yeah, I did. Okay, good. Okay, let's attack. Second Katapult. Oh, okay, perfect. Okay, gut. Wir haben leider unser eigenes Katapult verloren. Es ist aber kein großes Problem. Es sorgt einfach nur, dass es ein bisschen angenehmer für später ist, aber wenn wir es verlieren, dann, naja, halb so wild. Was wichtiger ist, sind, dass wir die RAM nicht verlieren. Mhm. Und das Problem sind gerade die Scorpions. Okay. Mit meinem Archers go in. Okay, go.
Shit, I forgot. I lost all of my archers. That's not good. Okay. Will you be able to take care of? Careful, some of the spike men are attacking you. Yeah, I lost my rams. We should load the save then. Yeah, let's load the save. Ja, das hat leider nicht geklappt. Schade. Aber wie gesagt, das ist der schwierige Teil im Speedrun, vor allem hier. Wir müssen halt versuchen, dass wir unsere Bogenschützen, also normalerweise, wenn wir das alles richtig machen, dann verlieren wir unsere Bogenschützen nicht, zumindest bis alle Gegner tot sind. Und dann haben wir kein Problem, wenn wir quasi reinlaufen. Mhm. Hat jetzt nicht funktioniert, aber. Ja, Moment. Aber deshalb haben wir auch gerade einen Safe-File gemacht. Und dann können wir von dort aus weitermachen. Okay. Ja, nicht geloadet. Nächsten Moment. Das geht zum Glück auch, dass man quasi so ein Safe State macht, auch zu zweit, ja? Genau. Sehr gut. Normale, also wir haben das jetzt bisher immer so gemacht, dass wir das nicht genutzt haben. Wir haben einfach resettet, weil, naja, man kann ja immer schneller sein. Mhm. So typisch Speedrun-mäßig. Aber für ein Showcase oder beim Marathon werden wir auf jeden Fall. Es sei akzeptiert. Die Safe Slots. Ja. Did you lure the enemies yet for the catapult? Because I think it's better if you don't. Should I do it? No, do not. Okay. You need to give me resources. Okay. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir greifen halt direkt mit den Rammen an. So. Okay, hier sehen wir nochmal die Skills von S, der einmal da die Katapulte kaputt macht und rüberpult. Oh, perfekt. Okay, jetzt haben wir sogar einen Vorteil, wir haben sogar noch sein Katapult weiterhin. Das heißt, wir können ein paar extra Gegner damit ausschalten. Let me go in. Oh, it's not done yet. Okay, sieht besser aus. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Ich versuche jetzt nur den Reiter noch schnell zu erledigen, weil der macht am meisten Schaden. Mhm. Okay, aber ja, das sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Wir haben nämlich jetzt. Ah. There's still two rams, can you take care of it? I'm losing my archers right now. Oh wow, heat. Wow, they're being tough. Aye. Yeah, I lost my battling ram as well. Your Tarkans might be enough. Not sure. Yeah, not with those pikemen around. I can try and. No, that's not gonna work again. Damned. Oh, you're losing them again. Yeah. Reload. Ja, wie gesagt, das ist einer der schwierigeren Maps. Okay. Wir wollen euch auch manchmal scheitern sehen. Wir machen ja die Show hier. Fühlen wir uns ein bisschen besser. Ja. Wie oft habt ihr den Run denn jetzt schon gemeinsam so gemacht oder als Run? Wir haben den insgesamt. Go, go, go. Okay. Wir haben den insgesamt schon. Also 10 Versuche bisher und 4-mal haben wir komplette Runs gemacht. Mhm. Wir haben nämlich ein halbes Jahr lang nur ILs, also Individual Levels, geübt und verbessert, sodass wir auch wissen, welche Strategien wir machen müssen. Und dadurch, dass wir einiges nochmal komplett neu machen mussten, dadurch, dass es die. Dadurch, dass es halt auf dem neuesten Patch nicht so war wie davor. Das kommt nochmal schwerend hinzu. Ja. Aber das war halt auch das Interessante. Wir haben, wie gesagt, wir haben das, bevor der Patch rauskam, gemacht. Da gab es dann, wie gesagt, andere Strategien. Die waren viel einfacher und war halt auch ganz cool. Da konnte man zum Beispiel einfach hier direkt zum Tor hinlaufen, die KI zum
zum Tor hinbringen und dann einfach in die, in das, in die Basis reinlaufen und den direkt umbringen. Das haben die halt gefixt. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier diesen Timer von 5 Minuten und solange wird die KI auch nicht das Tor öffnen. Also, warum auch immer die das so gemacht haben. Und die haben halt die Bedingungen geändert, dass man auch jetzt das, das Schloss zerstören muss, was auch wieder das Ganze schwieriger macht. Das Schloss hat sehr, sehr viel HP. Es dauert sehr lange meistens. You wanna do another save now? Yeah, now is a good save. Jetzt auch wieder ganz gut. Wir haben. Okay, let me run in first. They're going for the catapult, which is good. I see it. That's nice. That's really good. Wow, I still have all of my 15 archers now, what the hell? Ja, jetzt hat das Katapult die Aggro von den Gegnern gezogen. Genau, das ist ziemlich gut, weil... Okay, jetzt haben wir nämlich die... Also ich habe sogar meine ganze Armee, das ist super. Normalerweise würde das nicht der Fall sein. Und jetzt versuche ich noch schnell die Reiter zu erledigen. Ja, okay. This is perfect. They put up a good fight on us first two. Ja, okay, nice. Ja, jetzt haben... Wie gesagt, meine Bogenschützen haben ihre Aufgabe erledigt. Die können jetzt nichts mehr machen, bis auf sterben. Und währenddessen kümmern sich unsere Rahmen dafür darum, dass wir hier das Schloss und deren Dorfzentrum zerstören. Okay. Ja, nice. Nice. And now we wait. Yeah, I guess that catapult keeping it alive is very useful then. After that in the future. Sehr gut, so kann's gehen. Ja. So. Gut, dass jetzt quasi nur noch leichtere Missionen kommen. Also die vorletzte Mission ist die schwierigste. Also die ist unter anderem schwierig aufgrund der Koordination. Aber die vorletzte ist die brutalste. Aber da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall, jetzt haben wir es ein bisschen einfacher. Wir müssen nämlich 10.000 Gold von der KI klauen. Und das schaffen wir innerhalb von 3 Minuten, indem wir einfach alles direkt zerstören. So. Hört sich gut an. Guter Plan. Don't forget to build your villages. Oh, I never do that. So, und zwar geht es halt darum. Dass wir jetzt Geld von den Gegnern holen. Dafür gibt es verschiedene Bedingungen. Also zum einen gibt es hier diese Marktkarren. Wenn ich die zerstöre, kriegen wir einmal Geld. Und wenn wir dann gewisse Gegner noch besiegen oder von denen dann quasi die Gebäude zerstören, das machen wir dann auch direkt. Wir haben dann auch noch einen Mönch am Anfang, den nutze ich, um ein paar Bogenschützen zu bekehren. Das macht es ein bisschen einfacher. Und auch zum Heilen ist das ganz gut später. Und alles, was ich jetzt nur noch machen muss, ist 3 Rammen bauen und den Gegner zu zerstören. Das war's. Und dann muss bei S währenddessen in die Festung von Grün reingehen, dort alles kaputt machen und noch die Kirche zerstören. Und dann kriegen wir unser Geld. So, da haben wir die erste Bedingung erfüllt. Und währenddessen, wie gesagt, zerstören wir jetzt ein paar Gebäude. So. Währenddessen kümmere ich mich noch um den Aussichtsturm. Das macht ein paar Sachen später einfacher. Und hab, wie gesagt, ich habe dann noch meinen Priester, den ich nutzen kann. Ja, komm. Ich möchte gerne einen Bogenschützen haben. Wir haben immer meinen Elefanten geklaut. Immer diese Priester. Kommt davon, wenn du nicht abschließt. Ja. So. Okay, damit haben wir den ersten Turm kaputt, das ist schon mal gut. Und jetzt zerstören wir das Dorfzentrum. So, und wie gesagt, für jedes Gebäude, das wir zerstören, gibt es halt eine unterschiedliche Menge an Gold. Dorfzentrum, glaube ich, war 1000. Dann die Kirche gibt nochmal 1000. Wenn ich den Marktplatz zerstöre, gibt es 1000. Wenn ich die Marktkarren hole, gibt es 600 und so weiter und so fort. Und parallel haben wir halt noch ganz viele Dorfbewohner geholt, die einfach nur Gold abbauen, damit wir genug später haben. Also viel Gegenwehr leistet die KI aber hier in dieser Mission nicht, oder? Doch, liegt aber einfach daran, dass wir ganz am Anfang der Mission sofort angreifen und ihnen keine Zeit geben, eine Armee aufzubauen. Alles klar. Also wenn man bei S reinguckt, ist es bei ihm ein bisschen schwieriger, weil Grün ein Schloss hat und währenddessen die ganze Zeit
weitere Gegner rausholt, während ich einfach quasi nur in Rot reinrushe und ihn einfach kaputt mache. So. Ich stelle währenddessen mal das Dorfzentrum und checke mein Ramme nach unten. So, okay, jetzt muss nur noch der Markt zerstört werden. Währenddessen kümmert sich halt hier S mit zwei seiner Reiter. Ah, ich kann eigentlich auch meine Reiter dann hinschicken. Um die Kirche und zerstören die. Hier werden wir gerade angegriffen, aber das ist kein Problem, das ist nur ein Bogenschütze. Und sammeln weiter Geld. Everything fine on your mission so far? Ja. Okay, perfect. I'm almost done too. Same. Du kannst auch nicht so viel... Ja, das should be fine. Bei dieser Mission kannst du wahrscheinlich auch nicht so viel bauen, weil die Ressourcen sparen musst, oder? Genau, also wir können Sachen bauen, das ist kein Problem. Wir dürfen aber kein Gold verwenden. Also die Mission wirklich ist nur 10.000 Gold zu holen. Und da jeder von uns eine gewisse Summe kriegt, können wir das halt auch ausnutzen, damit es einfacher ist. Ups. We're getting attacked by green. Yeah, you didn't destroy the church now. I mean, it should be fine. That's interesting, because I did attack it. Yeah, you attacked it, but green attacked you. Oh. It's okay. Alright, we'll have to make it happen then. Still have two ramps on the way. And some villagers. So, ja, okay, jetzt ist es natürlich ein bisschen schief gelaufen. Grün hat uns attackiert, was er eigentlich nicht mehr machen sollte, weil er dann tot ist. Mhm. Aber die KI hat einfach Auto-Attack angehabt und na gut, jetzt müssen wir halt gucken, ob wir das drumherum spielen können. Aber es fehlt nicht mehr viel. Okay. Sind noch ein paar. Versuch die mal wegzubringen. I'm trying to lure them away. If you have any troops, you can send them over. Okay. Ja, it's fine. My villagers will do it. Ja, okay. Dorfbewohner to the rescue. Die machen das schon. Und ein Schaf. Okay, ja, yeah, we're done. Ja, yeah, now. Gott. Ja, jetzt haben wir das Geld. Wir haben sogar ein bisschen mehr. Da, kein Problem. Okay. You're victorious. Okay. So, einfach geht das. Die nächste Mission hat einen coolen Glitch, den wir nutzen können. Und zwar wird das später nämlich so sein, dass die, also wenn wir alle drei Gegner besiegt haben, kommt eine riesige Armee vom blauen Spieler, von der römischen Armee, und die haben die höchste Stufe der Einheiten. Was wir machen ist, wir schicken einfach drei Dorfbewohner auf den Spawnpunkt und dann kommt kein einziger Gegner. Oh, gute Taktik. Ja. So. Diese Map ist auch ein bisschen schwieriger. Wir müssen einmal dafür sorgen, dass wir quasi unsere Eco aufbauen und eine kleine Armee haben. Und währenddessen müssen wir auch den Gegner, so viel es geht, nerven, damit er keine, also dass er keine Ressourcen hat oder dass er keine Truppen aufbauen kann. Wir fangen halt direkt mit Lila an, bauen halt eine kleine Basis und laufen zu Lila rüber und versuchen ihn halt direkt von seinen Ressourcen abzukapern, sodass er uns später dann in Ruhe lässt. So, dabei nerven wir den ein bisschen. Did you lure the... Yes, okay, no. Chasing you instead, okay, so. that's totally fine. So, okay. Währenddessen versuche ich noch ein paar Schafe vom Gegner zu klauen. Die sind nämlich sehr wichtig für später. Wenn ich die Schafe verliere, werden wir schon langsamer sein. Das ist dann nicht so gut. No, they didn't follow me anymore. Be careful. Okay. I know that's you. That's odd. I'll whack him. Okay, he stole one of my sheeps. Okay, der hat mir mein Schaf geklaut, das ist nicht so cool. Wie gesagt, okay, that's my villages, I guess that will do as well. Okay. So, jetzt versuche ich nochmal mein Schaf da wieder rüber zu holen. Will it be fine with your villages? Looks like it, like heading away. Okay. I hope they survive. Okay, they're also ignoring me. Okay, never mind. On your side, still everything's fine, correct? Yep. Okay, good. Not anymore.
My last horse is dead. You're gonna have to pick off the purple villagers. Oh, that's not good. Okay, I'll try. There's still a lone pikeman in there. Okay, you can send your villager out. And can you keep the sheep for me? Thank you. I need those. I'm dependent on the resources later. Also dieser okay. Gegenangriff jetzt vom Gegner, das war nicht geplant, oder? Doch. Es hat noch nicht so geklappt, wie es eigentlich klappen sollte. Normalerweise würden wir einen Speer direkt am Anfang rüberschicken, der dafür sorgt, dass die Gegner zu meinem Dorfzentrum kommen. Mhm. Ich packe alle meine Dorfbewohner dann ins Gebäude und zerstöre somit seine Armee. Dann haben wir kein Problem mehr. Mhm. Das Problem war nur, dass S einmal seinen Speer verloren hat und ich jetzt quasi mich darum kümmern muss, dass ich jetzt die restlichen Dorfbewohner noch hole, bevor die wieder ein Dorfzentrum bauen. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schlecht gelaufen, aber es ist auch kein großes Problem. They're all in the south. Again? In the south, by the gold mines, it's like 5 or 6. Okay. So, was ich währenddessen mache, ich baue eine Universität. Ich brauche nämlich gleich ein Schloss. Und das sorgt dafür, dass die nächste... Der nächste Teil ein bisschen leichter wird. So, und zwar muss ich... I need to send my scouts up, is that fine? Check if there are still gold miners, but otherwise should be. Okay. Ja, okay, ist nicht so wichtig. Ich kann auch die Speer, ohne die Speer das schicken. Auf jeden Fall, was ich jetzt mache, ich gehe jetzt zum Gegner. Ich weiß, dass er ungefähr hier im Norden ist. Und ich baue einfach mal ein Schloss vor seiner Basis. Das Schöne daran ist einfach, die KI greift das Gebäude nicht an, bis es fertiggestellt ist. Das heißt, ich kann einfach in aller Ruhe mein Gebäude dahin platzieren, was ein Schloss ist. Und erst wenn das Schloss fertig ist, greifen die mich an. So, einmal ein Schloss bauen. Wie gesagt, da ist ein Tower auch direkt. Der hat auch die Range, aber wie gesagt, die KI macht währenddessen nichts. Ja, erstmal warten, was bei rauskommt. Ja, ja stimmt. Am Ende ist eine Kirche. Das ist ja nur ein Geschenk. Ja. Geschenken. Großes Holzwert. Und währenddessen nutze ich eine interessante Strategie. Ich baue einfach Palisadenwände, die ich nicht fertigstelle. Und aufgrund dessen wird die KI diese Palisadenwände nicht angreifen, sondern nur das Schloss. Aber weil das jetzt umringt ist, können die das Schloss nicht angreifen und gehen nur an die Ecken. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Ecke, da eine Ecke und dort eine Ecke. Und nur dort werden sie ihre Truppen reinschicken und ich kann dann alle Gegner eliminieren, ohne dass ich darauf achten muss, dass ich jetzt ein Problem kriege. Wird ja auch drauf. Betreten der Baustelle verboten. Ja, die halten sich nur an die. Das stand auf dem Schild. So, und währenddessen versuche ich jetzt meine Eco auf Essen hochzukriegen, weil wir brauchen später Speer und noch ein paar, ich weiß nicht, Demolition Guys, also die sich quasi selbst explodieren. So, jetzt kommt der interessante Teil. Wir haben die KI getriggert, dass sie sagt, oh nein, wir werden angegriffen. Jetzt versucht er das Schloss anzugreifen und währenddessen bringt das Schloss alle Gegner um. Also wir müssen da jetzt nichts weiteres mehr machen. Gutes Schloss. Gutes Schloss, genau. Trojanisches Schloss. Das ist dieses Game of Thrones, ne? Kommt alle zum Schloss zur großen Party, zur Hochzeit. Ja. So, und währenddessen kann ich hier einfach ganz in Ruhe warten. Wie gesagt, die KI versucht da was anzugreifen, aber kann halt nur an den Ecken hin. Das heißt, ich krieg nicht so viel Schaden und kann währenddessen mich weiter um meine Echo kümmern. Weil was wir jetzt noch brauchen, ist Gold. Damit ich einmal Murder Holes, wobei eigentlich kann ich auch jetzt drauf verzichten, weil es läuft ganz gut. Da muss ich halt nur meine Scouts nehmen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Und zwar will ich versuchen, dass alle Gegner hier direkt besiegt werden. Und das mache ich jetzt einfach, indem ich ein bisschen die hin und her kite. Sehr schön. Schloss, bitte. Ah! Komm, komm, komm. Okay, gut. Es hat alles geklappt. Perfekt. Und jetzt kann ich meine Scouts reinschicken. Und jetzt kommt der Trick, den ich gerade eben mit den Dorfbewohnern erklärt habe. So, wir schicken jetzt einmal hin. Währenddessen kümmere ich mich weiter um die Echo. Schweinchen holen. Genau, Nahrung. Schön in die Basis kiten, damit wir nicht so weit laufen müssen. Und währenddessen baue ich, zerstört mein Schloss deren Turm, das ist ganz gut. Und jetzt kommt der lustige Trick. Also, ich platziere... S, can you double check?
Ja, hold on. Ja. Ich platziere meine Dorfbewohner auf den Triggerpunkten, wo die Armee spawnen würde. Und dadurch, dass die da stehen, werden die nicht. Ja, spawnen die einfach nicht mehr. Das heißt, wir haben irgendwann eine riesige römische Armee, die nie da war. Und gewinnen automatisch. Ich bin die Römer. Ja. Währenddessen hole ich mir noch schnell ein Stable hier. Beziehungsweise zwei. Weil es schneller ist. Und versuche nur währenddessen einfach jetzt nur noch meine Explosive Dudes zu holen. Ich weiß leider nicht, wie die auf Deutsch heißen. Petards auf Englisch. Klaus. Und wir versuchen währenddessen noch meine Eco ein bisschen hochzupumpen. Also quasi beides. Ich brauche nämlich um die 10 Stück, damit ich das Dorfzentrum zerstören kann. Und wenn das halt passiert ist, muss ich nur noch die gegnerischen Dorfbewohner erledigen. Mhm. So. Greifen jetzt gerade noch ein bisschen. Was macht S derweil? S macht währenddessen etwas Ähnliches. Er kümmert sich. Oh, Red is attacking me. What? Yeah, I figured. Sorry, I was too slow. It's okay. No, don't worry. Don't worry, it's totally fine. Auf jeden Fall, was S jetzt macht, er hat einmal hier Lila besiegt. Mhm. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Ich habe währenddessen den etwas schwierigeren Teil, indem ich einmal versuche, hellblau, türkis zu besiegen, weil der hat eine größere Basis. Und währenddessen kümmert er sich um Rot und macht sowas, eine ähnliche Strategie. Okay. Auch mit dem Schloss? Nicht ganz. Er nutzt kein Schloss, er nutzt nämlich Ram. Also er geht komplett auf Ram und zerstört einfach alles, so dass er da kein Problem mit hat. Okay. So, und währenddessen zerstört mein Schloss noch schön das Gate. Und sobald das dann kaputt ist, haben wir ein Problem weniger. Timo. Okay, schon mal gut. So, wie viel habe ich eins? Okay, ich brauche noch einen. Und sobald der dann da ist, kann ich das Dorfzentrum zerstören und danach heißt es nur noch die Überbleibsel von gegnerischen Dorfbewohnern finden und erledigen. Mhm. Okay, hol ich jetzt den letzten noch. How's everything on your side? Everything okay? Yeah, I'm just slow, but it's under control. Okay. Good to hear. Okay, you wanna save? Just in case the explosive guys will get killed or monked or whatever. Okay. So, und was ich jetzt mache, ich laufe jetzt einfach stupide mit diesen 10 Leuten in die Basis, zerstöre das Dorfzentrum, trigger ihn und versuche dann nur noch die restlichen Dorfbewohner zu besiegen. Sobald wir das dann geschafft haben, haben wir auch die Mission hinter uns. Okay, da hat auch jetzt Lila aufgegeben. So, ja, jetzt hat er ein paar Mönche, das ist... Hey, nein! Oh. Es hat überlebt! Ah, meine anderen zwei waren hier, die sind im Schloss stecken geblieben, verdammt! Okay. Ach. Okay. Kriegen wir hin, alles gut. Okay. Kommen die restlichen beiden noch rein. Let's see. My petards got stuck in the wall. Interesting. Yeah, I haven't seen that before either. Only one needs to explode, come on. Yeah, okay, we got it. It's fine. Alles gut. Ja, genau, und jetzt sollten die Römer spawnen, aber weil wir unsere Dorfbewohner da haben, kommen die nie her. Das heißt, wir können hier ganz in Ruhe entspannen und uns um die letzten Sachen kümmern. Okay. Brauche jetzt ganz schnell Felder, weil ich muss ein paar Scouts bauen. Ja, und da kommt jetzt auch der Gegner mit seiner Armee. Die kiten wir alle natürlich schön zu unserem Schloss. Das macht es ein bisschen einfacher. Und jetzt versuche ich gleich noch. Ja, jetzt versuche ich gleich noch diesen Turm hier zu zerstören. Was dafür sorgt, dass wir die Dorfbewohner einfacher erledigen können. So, ich brauche jetzt auch kein Holz mehr. Da baue ich jetzt die letzten paar Farmen. Dann gewinnen wir ein bisschen Zeit aufgrund dessen, dass wir mehr
Aber wie heißt das denn? Ja, an Nahrung gewinnen. Und ich brauche kein Gold mehr. Okay, ja, da haben wir es auch. Das römische Imperium hat aufgegeben, weil, naja, die sind nie gespawnt. So. Gescheitert an den drei Dorfbewohnern. Geschichte war mal genau, anders. Die drei Dorfbewohner waren zu Das römische Reich ist nie gespawnt. Es waren drei Gallier, die da gekickt haben. So. Passieren solche Geschichten noch häufiger? Also, dass man wirklich das Spiel so leicht austricksen kann, wie hier? Mit den Römern? In der letzten Map kommt sowas Ähnliches. In der vorletzten Map, die jetzt die schwierigste ist, wird das nicht der Fall sein. Also, wir haben das ja auch mit den Dorfbewohnern schon gehabt, wo wir quasi kaum was machen mussten und die greifen die einfach nicht ein, weil die so programmiert worden sind. Aber ansonsten kommt das nicht mehr so oft vor. Okay, I'm sending my scouts in. Yep. So, und jetzt müssen wir nur noch alle Dorfbewohner besiegen. Und sobald das passiert ist, gibt die KI auch wieder automatisch auf und wir haben es geschafft. Aber das Problem ist, auch wieder ein Fun Fact, in der alten Version war diese Mission super einfach. Wir haben einfach nur das Dorfzentrum zerstört. Und das hat dafür gesorgt, dass der Gegner einfach direkt aufgegeben hat. Was haben die jetzt gemacht? Die haben jetzt die KI so umgestellt, dass der Gegner nicht nur zwei Mönche hat, sondern sechs. Und die sechs Mönche sind das größte Problem, weil die natürlich unsere Einheiten immer wieder bekehren und wir natürlich unsere Truppen verlieren, während wir einfach nur die letzten Dorfbewohner erledigen wollen. Nein! Der Dorfbewohner weicht allen Schüssen aus. Okay, gut. Okay, ich glaube. Did we do it? There's probably many still. I got like two in total. Okay, I got a couple more, but not that many. Now there's still some more, okay. So, okay, ja, wie gesagt, jetzt heißt es nur noch ein bisschen Truppen aufbauen und dafür sorgen, dass wir die letzten paar Dorfbewohner, die übrig geblieben sind, erledigen. Weil sobald eine gewisse Anzahl an Dorfbewohnern tot ist, haben wir auch direkt die Mission gewonnen. Ich glaube, da sind nur noch ein paar übrig. Mal gucken. Check, Farmers. Okay, yeah, we got it. Okay. Ja, und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt gehen alle Gebäude kaputt, das heißt, die KI hat aufgegeben. Auch das Schloss ist schön weg. Perfekt. Sehr gut. Oh. Ja. Oh. Aber ein bisschen doof gelaufen, dass die... Go, 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 die Catalonian Fields. Oh, ja. Die schwierigste Map. Oh. Let's okay. go. Wie gesagt, wir haben die KI auf der härtesten Schwierigkeit eingestellt. Und hier hat die KI keine Einschränkungen. Das heißt, die fangen zur gleichen Zeit wie wir an, alles anzubauen. Wir haben viele Ressourcen und die bauen direkt am Anfang einfach mal drei Schlösser, holen die besten Einheiten raus und wir müssen währenddessen versuchen, die so schnell es geht zu besiegen. Hm. So, was wir eigentlich machen ist, wir rushen jetzt so schnell es geht mit unseren Einheiten rüber und versuchen mit einem Scout die quasi abzulenken, dass der größte Teil der Armee wegläuft und wir dann einfach die besiegen können. Aber wie gesagt, diese Mission ist echt sehr schwierig. Mhm. Und da mal gucken. So, währenddessen hole ich mein Pferde-Upgrade. Kümmere mich dafür, dass wir noch ein paar mehr Stables bauen. So, und wie gesagt, die KI fängt direkt an, alles zu bauen. Ich versuche die jetzt da weg zu kiten. Das sieht noch gut aus. Okay. Wenn ich die einfach hier in die Ecke schicke, reicht das. Und währenddessen versuche ich die jetzt so lange zu harrisonen, dass die mich in Ruhe lassen. Beziehungsweise ich dann einfach angreifen kann. Währenddessen hole ich noch ein paar mehr Reiter. Und versuche halt, den dann einfach zu nerven. Weil das Schöne ist, sobald ich den Dorfbewohner angreife, hören die auf, alles zu bauen. Und das versuche ich halt direkt auszunutzen, indem ich einfach gucke, wo sind jetzt gerade die Dorfbewohner und greife die einmal an, sodass der jetzt zum Beispiel aufhört, den Turm zu bauen. Ja, zack, und weg ist es. Mhm. Das, wie gesagt, das Problem ist, ja, oh, das ist nicht gut. Da kommt schon ein Schloss. Das muss... Ja, okay. Und dann hört er einfach auf, sein Schloss zu bauen und ich kann währenddessen mich um die nächsten Sachen kümmern, also... Und S macht genau das gleiche gerade? Der killt auch Dorfbewohner? Genau, S macht das mit zwei Gegnern. Also er hat... Okay, er hat den ersten Gegner schon hinter sich. Sehr gut. Wow. You got the first one already. Nice.
Ja, und ich versuche währenddessen weiterhin das Bayrot zu machen und versuche dabei eine Armee aufzubauen. Aber wie gesagt, der Teil mit einer Armee aufbauen, während der Gegner auf der höchsten Schwierigkeit kämpft, ist halt ein bisschen schwieriger. Gibt's denn noch andere Kategorien in Age of Empires? Also sowas wie nur mit Mönchen und alle bekehren und keinen umbringen oder jetzt irgendwelche anderen oder nur mit Schafen gewinnen. Ich weiß ja nicht, was es alles gibt, aber Schafprozent. Ja, Schafprozent. Aber oder so. Ist es schon das Maximum quasi, was man da rausholen kann? Also bisher haben wir das nicht gesehen, aber ihr könnt ja die Ersten sein, also. Na, man müsste ja wissen, wie, aber Ja, das ist halt das Richtige. Man muss das Ganze halt dann routen. Und das ist halt auch das Schöne an dem Ganzen, dass man halt einfach mal gucken kann, so, was kann man eigentlich für Sachen machen. Also man kann sich natürlich solche extra Herausforderungen herholen, das ist kein Problem. Hat aber bisher, glaube ich, keiner gemacht. Ja, dass ich soll. Ja, Simon. Ja, ich kann das normal ja nicht mal. Straight to Hummel. Hey, wenn es gehen würde, wäre schon cool. Also dann würde man sich unsterblich machen, wenn du irgendwie nur mit Schafen gewinnst oder so. Ja, du kannst dir ja Kategorien selber ausdenken. Ja. Vielleicht. Ja. Vielleicht in StarCraft, das liegt dir ja besser. Viel besser, ja. Nee, ich habe nie Age of Empires gespielt, aber ich finde es echt super zuzugucken und auch interessant. Ich würde es gerne können. Also. Ja, ist auch ein gutes Spiel. Ich meine, man muss jetzt nicht wirklich affin in RTS sein für den Speedrun. Also auch wenn ich jetzt an Tiberium Sun denke, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und man hat natürlich seine Vorteile, wenn man halt ein bisschen die Steuerung schon kennt und weiß, wie das Ganze funktioniert. Aber man muss es jetzt nicht unbedingt können. Wir haben jetzt auch die Speedruns recht schnell gelernt dafür, dass wir quasi das Spiel nur casual gespielt haben. Mhm. Ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du gut in RTS bist, ist es umso besser eigentlich. Also umso genau. Schneller also, lernst du es. Ja, sicher. Ja. Es gibt natürlich den Vorteil, also so ist es nicht. Hast du, weil wir gerade über StarCraft geredet haben, hast du mal überlegt, zu sowas einen Speedrun zu machen? Weil ich meine, du hast ja, wie gesagt, gerade Command & Conquer auch schon hier gezeigt. Damals noch mit diesen Map-Teleports, das fand ich auch, kannte ich auch nicht vorher. Ja. Also, ganz am Anfang, vor 9 Jahren, wo ich mit den Speedruns angefangen habe, habe ich auch überlegt, ob ich Heart of Swarm lerne. Das war aber dann nicht so interessant. Lag auch daran, dass die Route damals noch komplett neu war. Also keiner hat wirklich das Spiel gespeedrunnt und man hätte viel erforschen müssen, so wie geht das, was kann man machen, was sind so die Tricks und Kniffe, und da hatte ich dann zu der Zeit nicht so das Interesse. Wo ich mal schon überlegt habe, das nochmal zu machen, war vor kurzem, weil jemand eine StarCraft 2 Kampagnen-Mod rausgebracht hat. Das heißt, man kann auch ähnlich wie in Age of Empires die ganze Kampagne dann mit einem Kumpel zusammenspielen, wo ich gedacht habe, so, oh, das könnte wiederum interessant sein, wenn man dann im Koop-Modus wieder quasi extra Vorteile hat, ein paar Maps, die sich besser koordinieren kann. Wäre ich immer noch nicht abgeneigt zu machen, hatte ich jetzt nur noch nicht die Zeit, weil also, dass ich überhaupt die Zeit hatte, das Spiel zu lernen, war schon recht gut. Es gibt ja jetzt tatsächlich sogar eine Randomizer-Mod für StarCraft, wo du random Truppen bekommst, wenn du was baust. Genau. Aus anderen Spielen auch, oder? Nee. Oh, hallo. Nee, also, das ist Goombas. Fun Fact. Gegen Fun Fact, der Modder, der das gemacht hat für StarCraft 2, hat als allererstes den Deus Ex Randomizer rausgebracht. Und mit dem habe ich auch viel Kontakt, wo wir dann auch Vorschläge gemacht haben, wie kann man Sachen verbessern, was kann man anders machen. Und er hatte irgendwann gesagt, so, hey, StarCraft wäre eigentlich witzig als Randomizer, und hat das dann rausgebracht. Ja, ich habe mir auch Videos von StarCraft Randomizer reingezogen. War schon sehr unterhaltsam. Ja, ist es auf jeden Fall. Aber das sieht ja schon gut aus. Also eigentlich sieht es aus, als müsstest du nur noch abarbeiten jetzt, oder? Genau, also wir haben ja nichts mehr. Ganz gut. S, do you still need help with anything? Yeah, that should just be hidden somewhere. Okay, I need to send them to green? Yep. Okay, I'm on my way. Ja, wir haben, also ich bin sehr froh, wir haben die schwierigste Map first try hingekriegt. Das ist schon ziemlich nice. Alles, was jetzt fehlt, ist halt, dass wir die letzten Dorfbewohner und quasi hier, da hat die KI einfach mal ein sneaky Dorfzentrum hier gebaut. Das müssen wir jetzt nur noch anlegen. Und sobald das dann kaputt ist, haben wir auch alles geschafft. Oh, aber wie gesagt, diese Map ist halt schwierig, weil, wie ihr gesehen habt, die KI hat genauso viele Ressourcen wie wir. Und wir starten halt mit 10.000 von allem. Die bauen währenddessen, dadurch, dass sie sich besser koordinieren können und auf der schwierigsten Schwierigkeit sind,
bauen die halt drei Schlösser, bauen währenddessen weitere Gegner, kümmern sich um ihre Echo, während wir nur angreifen. Also wir versuchen einfach mit diesem Rush die direkt zu besiegen und blockieren die, wo es nur geht, damit die uns bloß nicht irgendwie in die Quere kommen. Und ja, ich bin sehr glücklich damit. That was pretty nice. You did a new strat, right? I tried. Nice. Okay. It's even a gold split by 50 seconds, so not bad. Nice. So. Und jetzt kommen wir zur letzten Map, die etwas angenehmer ist, wo wir aber wo wir jetzt aber nur aufpassen müssen, dass wir gewisse Trigger nicht anhauen, weil hier geht's darum, dass wir Weltenwunder zerstören müssen und die werden nur angefangen zu bauen, wenn wir quasi mit unseren Truppen reinlaufen und da müssen wir aufpassen, damit wir mit unseren, also bevor die das bauen, quasi schon alles vorbereitet haben, was die Mission sehr einfach macht. Laden, laden, laden. Währenddessen. Diese Melodie, ey. Na gut. Wir haben, es gab auch einen Clip von uns, weil wir die im A Cappella einfach nachgehumpt haben. Und das hat sich einfach so kreuz und quer angehört, aber wir fanden es witzig. Ja, ja, benutzt mal eine Panflöte. Kazoo. So, hier haben wir auch wieder unsere Heldeneinheiten. So, ähnlich wie bei der vorherigen Map, wir haben ein paar Ressourcen und das erste, was ich baue, ist, ich klopfe bei meinem Nachbarn an mit einem Schloss und sorge dafür, dass alle seine Gegner direkt mein Schloss attackieren und ich dann in aller Ruhe meine Echo hochbringen kann. Das machen wir einmal hier. Währenddessen muss ich, hier ist es wichtig, dass ich darauf achte, dass meine Gegner, meine Einheiten nicht den Gegner angreifen, weil das ist schon öfters passiert. Die greifen den Gegner an und triggern alle Truppen, die die haben, auf der härtesten Schwierigkeit. Das heißt, die laufen sofort auf meine Basis los und zerstören alles und wir haben nichts am Anfang. Wir haben nur diese Anfangstruppen und die sind sehr billig und werden direkt erledigt. Mhm. Deshalb bauen wir das Schloss, triggern dann den Gegner, der sagt, ah, ich werde angegriffen, schickt alle seine Truppen zum Schloss, wir töten die und dann hat er keine Truppen mehr und wir können ihn einfach kaputt machen. Und du kannst sie killen, weil du mehr Truppen produziert hast bis dahin oder weil die das Schloss angreifen und man sie dann einfach pflücken kann? Genau, weil sie das Schloss angreifen und weggeblockt werden, hole ich mir Trebuchets und zerstöre einfach seine ganzen Spawn-Gebäude und muss mir keine Gedanken machen. Das Schloss selbst hat auch Projektile, was ganz halt am Ballern ist, ne? Genau. Weißt du, wie ich... Hole ich Entschuldigung, ja? Erzähl bitte. Alles gut. Ah, okay, dann mache ich. Weißt du, wie ich Trebuchet lange... gedacht habe, wie es heißt? Tree Bucket. Tree Bucket? Ja, ich weiß auch nicht. Das klang für mich so logisch irgendwie, weil es ist aus Holz oder ist Bucket am Ende. Ich dachte, ja, das heißt halt Trebuchet. So dumm. Aber ja, wollte ich nur mal sagen. Ich erkenne die Logik dahinter. Ja, ja, ich habe es halt nicht hinterfragt, um ehrlich zu sein. Ich meine, es hört sich auch logisch an. Naja. Trebuchet. Aber wie gesagt, jetzt... Hier muss ich mir keine Gedanken machen, ich locke einfach hier die Truppen. Währenddessen hole ich mir ein paar Archery Ranges, weil alles, was ich jetzt an Gegnern später spammen werde, sind nur noch meine Reiter und Trebuchets. So, was ich jetzt hier mache, ist auch so eine gesonderte Strategie. Ich hole drei Trebuchets hier rüber, sodass sie das Schloss zerstören. Und währenddessen hole ich eins, was dann quasi hier an dem Gate rüber geht. Der Grund dafür ist nur, er holt jetzt selber ein Trebuchet und zerstört mein Schloss. Das finde ich nicht so cool. Deshalb baue ich ein Konter-Trebuchet, um sein Trebuchet zu zerstören. Gibt immer ein größeres Trebuchet. Ja. Das ist ein Trebuchet? Nein, das ist eins. Genau. Ja. Ein Trebuchet, was Trebuchets verschießt. Das braucht man. Gab das das nicht in irgendeinem Spiel, wo du einen... irgendeinen Werfer für einen Werfer hattest, damit du die Gegenwerfer hattest. Irgendein Shooter hat das gebaut, aber ich hab's auch nicht mehr im Kopf. Ich bin leider nur das Katapult. Katapult. Das Katapult. Katapult. Wo war das? Das war nicht Defender of the Crown, ne? Da ist ein normales Katapult. Nee, da ist ein normales. Oh, das fand ich aber auch mal geil, ey. Mit dem Katapult, ey. Schön die Mauer einreißen. Wo war das Katapult? War das Discworld? Das klingt wie Discworld. Klingt ein bisschen nach, ne? So, was ich jetzt mache, ist, ich habe jetzt die grüne Armee quasi rübergebracht. Jetzt hole ich die lilane Armee rüber und besiege sie so, dass wir dann später ohne Probleme einmarschieren können. Muss ich die halt noch natürlich ein bisschen kiten. Ich darf, was ich am Anfang als Fehler gemacht habe, was ich nicht wusste, ich habe meine Truppen
wieder in das Schloss geschickt, was dafür gesorgt hat, dass die Gegner aufgehört haben, mir zu folgen. Denn die KI ist wieder stupide. Die greifen die Einheit an, die als letztes angegriffen hat. Das heißt, mein Tarkan hat angegriffen, deshalb fokussieren sie nur den Tarkan und ignorieren zum Beispiel meine Burg. Also ich kann da einfach hin und her laufen. Muss nur aufpassen, dass die den nicht umbringen, weil die sonst gleich alle anderen Gegner angreifen. Das gleiche ist auch stupide. Vorhin in der einen Mission mit dem Katapult passiert, ne? Genau. Wo die gegen alle angegriffen genau haben. Das. Ja. Ah, gute, stumpfe KI. So mögen Speedrunner das. Ja, genau. Ja. Ein Vorteil für uns, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir halt die größten Truppen alle raus. Okay, perfekt. Jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern, dass wir einmal alle Gegner besiegen. Das heißt nur, aber quasi die ganzen Gebäude hier zerstören. Und jetzt muss ich von Grün nur noch die Dorfbewohner alle erledigen. Und dann haben wir es auch geschafft. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass der meinen Trebuchet nicht kaputt macht. Währenddessen hole ich meine Archery Range hier einmal rüber. So, und jetzt gibt es gewisse Locations, wo auf jeden Fall die Dorfbewohner sein werden. Da versuche ich jetzt die nachzugucken. Hier haben wir zum Beispiel einen Badge. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob da noch weitere sind. Okay, ja. Wenn ich dann alle geschafft habe, dann haben wir auch Grün besiegt. Und was ich natürlich wieder versuche, ist quasi dafür zu sorgen, dass das Weltenwunder nicht gebaut wird. Und der Trigger ist halt im grünen Bereich. Also wenn ich hier reinlaufe, würde bei Türkis das Gebäude angefangen zu bauen. Mhm. Und das möchten wir nicht. Also ich habe leider aber nicht alle Dorfbewohner geschafft. How does it look? Is it fine if I trigger the gold moon? Or not yet? Yeah, by the time you'll actually get there, it will be. Okay. No, just tell me. Actually, maybe not. Okay, it's fine. I'll send them around. I'm a technical fisherman. I might hit myself, we'll see. Okay, perfect, thank you. So, und währenddessen bauen wir halt weiter unsere Truppen. Yeah, hit it if you need to. Okay. Ja, I'll check. Und es macht quasi das gleiche wie du, nur mit einer anderen Armee, oder wie? Also mit genau, wir haben halt vier Gegner. Er hat jetzt zum Beispiel Rot schon erledigt. Bei mir fehlt nur noch der grüne Gegner. Okay, der hat eine Mühle gebaut. Vielleicht war es das auch schon. Ich weiß es nicht. I triggered. Anyways. Ja, ist fine. Wie gesagt, ich versuche halt den Trigger, der hier ist, nicht zu berühren, damit der keine Truppen baut. So, und wie gesagt, wir versuchen. Ah, okay, grün ist tot. Nevermind. Okay, wir haben es geschafft. So. Und wir machen sowas ähnliches. Also, es versucht, während ich mich um Grün und um Lila kümmere, das gleiche mit Rot und mit Türkis zu machen. Mhm. Sobald nämlich die Gegner dann besiegt worden sind, müssen wir nur noch Attila zu den Römern schicken und haben dann die Kampagne beendet. You can send Attila down, by the way. Oh yes, thank you. So, was ich jetzt mache, ist einmal strategisch werde ich die Werkstätten zerstören, weil der Gegner will weiterhin Truppen transportieren und Gegner raushauen, damit er meine Trebuchets aufhalten kann. Und das möchte ich nicht. Also zumindest möchte ich nicht, dass er die zerstört. Und Katapulte machen halt sehr viel Schaden gegen berittene Einheiten. So, jetzt hier zum Beispiel. Autsch, das war ein bisschen viel Schaden. Ich habe es aber getankt, das ist in Ordnung. Muss nicht sein. But your side, is everything fine? Yep. Okay, good. Oh, it's more than fine. Oh, perfect then. So, und auch hier gilt wieder, ich versuche die Türme rein zu zerstören und währenddessen auch das Town Center und muss dann hier gleich die Wunder zerstören. Okay, ich habe den noch geschafft. Der kriegt das trotzdem hin. Schade. Egal. So, und dann mal das hier besiegen. Okay. Kein Problem. So, okay. Ja, und damit haben wir eigentlich schon das Größte geschafft. Jetzt müssen wir nur noch, wie gesagt, die Weltwunder zerstören und dann haben wir es auch. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst und das Katapult hat schön meine Bogenschützen besiegt. Ist aber Friendly Fire, aua. Ja.
Ja, und jetzt kommt der mit seiner ganzen Armee. Ich schicke währenddessen meine Trebuchets einmal rüber. So, hier mache ich das erste kaputt, hier mache ich das nächste kaputt. So, und währenddessen brauchen wir mehr Bogenschützen. Wie gesagt, alles, was ich jetzt nur noch machen muss, ist einmal... Okay, sehr schön. Fehlt nur noch das letzte. Ah, ah. 70, 50, 40. Okay, kaputt. Sehr gut. Alright, nice. You're done with your part already, right? Yeah, should be. Ja, okay, ja. Tell I was misplaced, but it's fine. Okay, ja, und damit haben wir die letzte Mission hinter uns. Gleich ist auch Zeit. Mhm. Gleich nochmal Bescheid. Might I have a word with you in private? Jetzt noch sub eine Stunde. Und Zeit. Yes, ja, okay. Okay. Nice. Ah, nice. Nice. Das war ja mal was wirklich. Das ist ein cooler Run, sehr unterhaltsam, ja. Ja. Man hat also, immer was man muss sagen, Age of Empires hat jetzt nicht wirklich so krasse Glitches, bis auf, dass wir die Trigger zum Beispiel ausnutzen oder dass wir die Gegner zu den Toren locken. Aber aufgrund dessen, dass wir die Mechaniken der KI und aufgrund dessen, dass wir sie auf der schwierigsten Schwierigkeit eingestellt haben, können wir diesem halt so gut manipulieren, wie mit dem, wir schicken die Truppen zum Schloss und die greifen davor einmal ein Gebäude an, sodass sie nur diesen Reiter versuchen zu attackieren und nicht alle anderen Truppen darum. Das heißt, wir können die einfach rauskalten und die dann besiegen und so Stück für Stück ja, den Gegner auseinandernehmen. Oder auch am Anfang mit den Dorfbewohnern ist auch eine meiner Lieblingsstrategien so. Mhm. Ja, so, du hast keine Truppen, was machst du? Ja, Dorfbewohner, ganz einfach. Ich glaube, dass der letzte Map ein PB war. Ja, war es auch. Was hast du denn bei dir in der Zeit stehen, Heinki? Weil bei uns Realtime, glaube ich, war jetzt 59,25 oder sowas. Mhm. Genau, 59,26 haben wir das okay. auch. Ist ja, keine Bestzeit, also kein neuer Weltrekord, oh nein. Ah, aber, nicht reinschreiben. Aber es ist trotzdem ganz gut, unter einer Stunde, ich bin da schon zufrieden. Aufgrund dessen, dass die zweite Map uns ein bisschen getrollt hat und wir nachholen mussten. Ah, ja. Der Rest hat aber gut ansonsten, geklappt. Der Rest war super, also ich bin sehr zufrieden mit dem Run. Ja, yeah, me too. Yeah, thank you both for showing us. Yeah, that was great. Thanks. Quite unusual. We don't have that often such a strategy run here. Mm. So you are streaming the run also, or are you just playing for yourself and then you showed it here? So how is it? Do you stream the run? When we play, you mean? Yeah. Yeah, we stream at both of Twitch channels. Yeah. Okay. Yeah, so if you, yeah, we just if you want some German people to come over and watch, we put in a link in the video to your Twitch channel. So say hi. Some people are gonna say hi. Sure, oh, greetings from Germany. Yeah. Der Witz muss weiter bestehen. Greetings from Germany. First time viewer. Second time viewer. Ja, yeah, but thank you both and Heinki, wir sprechen uns eh noch gleich nochmal weiter. Wir werden eh nochmal ein bisschen was sehen. If you're sub 45 minutes, then you come back. Okay, wir sagen euch da draußen auch nochmal, wenn ihr euch bewerben wollt, ihr kennt die Adresse speedrandale@rocketbeans.tv. Ihr könnt es auch gerne direkt bei Sia machen, bei @simiclove unter Twitter oder twitch.tv/simiclove101. Richtig. Ja, einhändig StarCraft 2 Run. Natürlich, demnächst bei mir im Randomizer. Randomizer StarCraft, ja. Randomizer einhändig. Bei dir ohne angeschalteten Fernseher. Und ja, wir hoffen ich hab gar euch. Auf meinen Fernseher. Auf dem Monitor von mir aus. Und wir hoffen euch dann in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche bereits sogar schon dann wiederzusehen. Denkt auch gerne, der Supporters Club macht es möglich, viele Formate hier auf dem Sender zu unterstützen. Und wir sagen natürlich auch extra Danke bei den Leuten, die schon machen. So, thank you and bye bye. Bye bye. Hi, thank you. Bye bye.